Ein Tabuthema, über das viele nicht so gerne in ihrer aktuellen Beziehung sprechen. Echt? Ja. Habe ich nie das Problem gehabt. Das glaube ich dir sofort. Hallo. Hallo. Wie dynamisch. Wie dynamisch. Schön, dass wir wieder da sind. Finde ich auch, dass wir wieder da sind. Du, für alle, die uns übrigens nicht kennen, das ist mir letztes Mal eingefallen. Vielleicht kann man nochmal ganz kurz sagen, wer wir überhaupt sind. Es gibt vielleicht auch Hörerinnen und Hörer, die gar nicht wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Reden im immer direkt philosophischen los. Sinn? Nee, also das kann ich schwer beantworten, naja, wer ich nochmal, eigentlich bin. Sondern nochmal kurz erzählt, wer wir eigentlich sind. Ja, ich bin Autor. Bestseller-Autor sogar, habe 6 Bücher geschrieben. Eins der Bücher wurde verfilmt. Generation beziehungsunfähig hieß dieses Buch und auch der Film. Aber es ist der Job. Ich habe festgestellt, in Deutschland braucht man ja immer so Experten. Und da braucht man immer sozusagen Nachweise für die Expertise. Und das ist es wahrscheinlich dann. Ne? Also ach so, bei okay. Mir. Also bist du auch Experte? Habe ich es hier mit einem Experten zu tun? Wir sind beide Experten. Ach so. Experte und Expertin. Ja, dann kommen wir mal direkt zu mir. Also Michael und ich sind nicht zusammen. Das kann man vielleicht auch nochmal betonen. Ach so, das betonen. Fragen die immer noch. Ja, weil viele Fragen, genau, viele Fragen, ja. Wir sind in Anführungszeichen nur befreundet. Und ja, ich bin Marie, ich bin freiberuflich unterwegs. Möchte aber gar nicht so viel über die Arbeit reden. Nee, also eigentlich ist es ganz einfach. Ich bin Single. Ich habe den Single-Part übernommen. Dieser unglückliche Single. Nein, der Single, der aus unterschiedlichen Gründen, die viele auch gar nicht so verstehen, in meinem engeren Umfeld immer noch Single ist. Und du bist ich bin die in einer andere Beziehung. Seite. Ich bin die andere Seite und ich bin in einer Beziehung. Ich ja, da komme ich mir so doof vor. Du hast das Thema eröffnet, ich weiß, lieber Marie. Ich weiß. Ich wollte doch eigentlich nur ganz kurz, ich wollte da gar nicht jetzt so ein Thema draus machen. Ich wollte nur einmal ganz kurz so, dass man so eine Einordnung hat, weil viele wissen vielleicht wirklich nicht, die jetzt noch nicht die ersten 2 Staffeln gehört haben, wer wir so sind und was wir eigentlich sonst so machen. Und dachte ich, macht es vielleicht mal Sinn, dass man das vielleicht nochmal bespricht. Ja, ich bin in der Beziehung, ich arbeite, ich bin freiberuflich unterwegs. Da gibt's auch bald so eine kleine, ich sag mal, eine kleine Neuigkeit, ja. Ich kenne sie schon, aber ich verrat's noch nicht. Vielen Dank. Ja, und Michael, wir sind befreundet und haben jetzt seit fast schon 3 Jahren diesen Podcast. Mit ein paar Pausen zwischendrin. Nicht, weil wir uns nicht verstehen, sondern weil wir einfach eine Sommerpause machen, eine Winterpause auch mal eingelegt haben. Corona-Pause haben wir mal gemacht. Wir scheinen so Pausenfans zu sein. Und wir besprechen in regelmäßigen Episoden alles rund um die Themen Liebe, Beziehung und auch andere Themen, gesellschaftliche Themen. Weil das ja alles miteinander zusammenhängt. Genau. Und wir versuchen da schon auch, manchmal sind wir uns sehr einig, aber oft auch nicht, unterschiedliche Blicke auf die Themen zu werfen. Und ihr Lieben da draußen, alle, die jetzt zuhören und sagen so, ach cool, ich habe da übrigens auch mal ein Thema. Ihr könnt uns sehr gerne schreiben an podcast@michaelnast.com oder auch auf Instagram, da findet ihr uns, Generation beziehungsunfähig oder auch Michael oder auch mich, Marie Raumer. Und ja, ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken, Bilder, alles ist erlaubt. Wird alles verwertet. Alles ist erlaubt. Wir freuen uns ja. Und das ist natürlich auch so der Zweck auch, dass wir natürlich eure Anfragen hier auch verhandeln. Also ihr gebt ja uns die Inspiration für diese Folgen mit echten Themen. Das ist nicht geskriptet, das ist alles echt, alles authentisch. Das Einzige, was wir verändern, sind die Namen. Also es ist alles schon diskretiös, wollte ich schon sagen. Diskreditiert. Um der Diskreditierung aus dem Weg zu gehen. Es wird alles diskret behandelt. Genauso wie vielleicht auch das Thema heute, über das wir reden. Ja, das sind Themen. Wir. Jetzt haben wir es sozusagen ausgesprochen. Das sind wir. So ein bisschen um die Ecke gedacht, aber das sind wir. Und Michael, aber bevor wir mit dem Thema anfangen, habe ich eine ganz brennende Frage. Alle, die die letzte Episode gehört haben, wissen vielleicht, was jetzt kommt. Und zwar möchte ich sehr gerne wissen, wie war denn dein Date? Es war ein schöner Abend, kann man so sagen. Alles klar, dann fangen wir jetzt mit dem Thema an. Möchtest du noch mehr dazu sagen? Es war halt mein erstes Dating-App-Date in diesem Jahr tatsächlich. Mhm.
Und irgendwann hat sie dann zu mir gesagt, sie findet es sehr gut, dass ich so aussehe wie auf den Bildern. Auf meinen Profilbildern. Und dann hat sie dann irgendwann gefragt, ob sie denn so aussieht wie auf ihren Bildern. Und was hast du dann gesagt? Okay. Zuerst habe ich ein bisschen rumgedruckst und dann hat sie gesagt, wir sind hier erwachsene Leute, du kannst jetzt einfach sagen, was los ist, ja. Oder wie du das siehst. Und dann habe ich gesagt, nein, du siehst nicht so aus wie auf den Fotos. Und seht ihr euch nochmal? Genau. Naja, wir haben uns jetzt gesagt, wir sehen uns dann mal so unverbindlicher. Aber also zum Sex? Nein, also einfach so zum, so als Mensch irgendwie, ja. Man, was man halt so sagt, ne? Schönes Leben. Ich kann mich ja auch gut mit Leuten unterhalten, die nicht mein Typ sind. Und umgekehrt, ja. Also da muss man ja nicht. Geht ja einfach darum, dass man halt diesen Abend genießt. Genau. Und das war's. Schön. Gut, dann lassen wir das mal so stehen und werden das weiter beobachten. Also vielen Dank an dieser Stelle, dass du da so offen uns teilhaben lässt. Ja, wir sind ja alle daran interessiert und wollen ja wissen, was los ist. Und manchmal gibt es ja auch bestimmte Themen, also zum Thema offen ansprechen, die man vielleicht nicht so offen anspricht, ja? Also man hat ja bei dir jetzt auch gerade rausgehört, es ist schon so ein bisschen unangenehm, einfach zu sagen so, nee, du siehst jetzt nicht so aus, wie ich das jetzt eigentlich erwartet hatte und eigentlich ist da jetzt von meiner Seite auch nicht mehr. Also ich möchte so ein bisschen auf die Episodenfrage von letzter Woche hinaus und zwar haben wir da gefragt, welche Tabuthemen es in eurer Beziehung gibt oder in alten Beziehungen mal gab. Hab hier einen kleinen Aufruf auch gemacht und ich nehme es vorweg, es sind eigentlich immer ähnliche Themen. Anders verpackt, aber es sind, finde ich, total spannend, wirklich ähnliche Themen, über die viele Paare nicht so gerne sprechen. Also ich sag mal vermeintliche Tabuthemen, die natürlich dann doch irgendwie auf dem Tisch liegen, aber über die man sich dann nicht so traut, so offen oder direkt oder vielleicht über Umwege zu reden. Ja, und die Frage ist, warum macht man das eigentlich? Also warum redet man, wenn man in einer Beziehung ist, und das war auch eine Nachfrage und ein Kommentar von einer Hörerin, wenn man in einer aufrichtigen Beziehung ist, warum redet man da nicht offen über alles? Können wir mal diskutieren, ob das nicht vielleicht sogar gut ist, dass es ein paar Grenzen gibt, ja? Genau. Vielleicht ist es auch gar nicht gut. Wir können ja mal gucken, wo uns diese Episode heute hinführt. Und ja, Michael und ich, genau, wie machen wir das denn? Also wir haben hier so ein paar Themen, wir haben uns ein bisschen vorbereitet auf diese Folge. Du hast dich sehr gut vorbereitet. Ich habe das gemacht, ja. Ein Word-Dokument vorgelegt. Also ist gar nicht gescriptet, es sind nur Bullet Points. Es sind nur Points. Point an denen für wir uns point. Langhangeln. Point für Point hangeln wir uns jetzt hier runter. Und ja, also ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an und diskutieren ein bisschen. Draußen fliegen die Flaschen in den Container, falls man das hört. Denn um uns herum findet Leben statt. Und noch eine. Der erste Punkt, und der kam tatsächlich echt viel, das ist so der Beruf und damit verknüpft aber auch vor allen Dingen Finanzen. Also was verdient mein Partner, Partnerin, was verdiene ich? Viele gehen nicht offen, laut meiner kleinen Umfrage und meiner kleinen Recherche, nicht offen damit um, was jeder Einzelne verdient. Kommt dir das bekannt vor? Hast du das auch schon mal gehabt? Also ich habe das nicht so gehabt. Ich bin auch ein bisschen anders sozialisiert, muss ich sagen. Denn damals in der DDR, in der ich ja meine Jugendjahre verbracht habe, hat man ganz offen über sein Gehalt geredet, weil alle relativ ähnlich verdient haben. Da haben ja teilweise auch die Arbeiter, weil es ja ein Arbeiter- und Bauernstand war, mehr verdient in bestimmten Berufen als die Intelligenz. Mhm. Also Müllmann hat wahnsinnig viel verdient in der DDR. Okay. Waren ganz begehrte Jobs. Nee, im Westen oder also in Westdeutschland habe ich dann das so mitgekriegt, dass man nicht über Gehalt gesprochen hat. Also ich hatte in meiner Werbeagentur auch gearbeitet, da habe ich relativ viel verdient für mein Alter und mir wurde nahegelegt, bitte auch nicht mit den Kollegen darüber zu sprechen, weil die alle studiert hatten und alle gerade von der Uni kamen und die wollten halt keinen Unmut unter den Leuten haben. In Beziehungen. Also da habe ich nie ein Problem mit gehabt. Dass ich da irgendwie das. Also ich sage jetzt. Du hast es immer offen auch gesagt. Zu offen jetzt auch nicht. Also nicht, was heißt denn? Nicht seitdem ich dieses eine Buch da geschrieben habe. Bin ich nicht mehr ganz so offen, was da bei mir auf dem Konto liegt. Oh Gott, das müssen wir gleich rausschneiden. Nee, das lassen wir schön drin. Genau das lassen wir schön drin. Weil das ist doch spannend. Es ist natürlich, glaube ich, in Beziehungen, na, dass diese Rollenverteilung noch da ist und dass es doch ganz schön verankert oder festgehakt ist im Kopf bei den Männern zum Beispiel, dass sie unsicher werden, wenn die Frau mehr verdient. Ja, die also ist jetzt eine Verallgemeinerung, aber ich glaube schon, dass es oft so ist. Ja. Wir haben zwei Nachrichten bekommen von Frauen, die geschrieben haben, über die Finanzen des Mannes.
Ich musste häufiger für meinen Ex-Freund bezahlen, schrieb eine. Und eine andere hat das auch so ähnlich formuliert. Also das ist, kann man jetzt natürlich drüber streiten. Also entweder hat er offen darüber geredet, dass er einfach Summe X verdient und die Frau hat mehr verdient und das war ihm irgendwie unangenehm. Oder er hat einfach so getan, als hätte er mehr verdient, ja, und hat nicht offen erzählt, was er eigentlich verdient. Und dann kam irgendwie raus, dass er vielleicht weniger verdient hat. Also das finde ich auf jeden Fall spannend. Ich glaube, da gibt es aber auch beides, ja. Aber diesen Punkt, den du jetzt aufgemacht hast mit, darauf willst du hinaus, dass Männer mehr verdienen, das ist ja auch so. Also Frauen, da gibt es ja auch zahlreiche Studien, die wir arbeiten ja viel mehr für das gleiche Gehalt. Und das ist ja heute immer noch eine Realität. Es liegt natürlich auch an ganz vielen anderen Faktoren, also wie wir verhandeln und so weiter, wie wir aber auch sozialisiert sind. Auch in meinem Bekanntenkreis, jetzt weiten wir das Thema so ein bisschen auf die Gesellschaft aus, können auch gleich wieder zur Beziehung zurück, habe ich viele, die sich nicht trauen, viele Frauen, die sich wirklich nicht trauen, einzufordern, was sie glauben, was sie zu verdienen haben, für die Art, für den Umfang an Arbeit, die sie leisten. Und das finde ich schon krass. Also damit sage ich gar nicht, dass ich das immer mache, oder immer gemacht habe, überhaupt nicht. Ich war auch ganz oft unsicher. Ich wusste überhaupt nicht, was mein Wert ist. Wusste ich ganz lange nicht. Also glaube ich, habe ich auch viel zu wenig eine Zeit lang verdient. So im Nachhinein. Das hat mich auch echt irgendwie geärgert. Und ich glaube, man kann es aber auch ein Stück weit lernen. Ich denke, da mal so. Also so Verhandlungen sind bei mir auch ganz schwierig gewesen. Ich habe, glaube ich, nur einmal gut verhandelt Ja. in meinem ganzen Leben. Also ich finde es Aber sehr dieses. wichtig, ich finde es schon wichtig, über Geld zu reden. So, deswegen ist es auch super, dass, also ich glaube, vielleicht Na, die ein. Frage ist halt, genau, also was für Komplexe laufen denn ab? Ich finde das ja nicht schlimm, wenn man sich einladen lässt. Also wir machen das immer so, wenn ich mich jemand treffe, dann ist es meistens so, dass einer bezahlt und dann sagt, dann beim nächsten Mal zahle ich halt. Also das ist ein Geben und Nehmen, wie man so schön sagt. Das hat ja auch so ein bisschen was Und Emanzipatorisches, finde ich. Also wenn man jetzt mal diesen Begriff nimmt. Ja, wo es hier aber vor allen Dingen echt drum geht, ist einmal diese Schere zwischen was verdient Frau und Mann, aber auch innerhalb einer Beziehung frage ich mich halt, warum sollte man jetzt nicht offen darüber reden? Weil ich finde das, ich zum Beispiel rede sehr offen mit Karl darüber. Also ich sage dem, also wenn er mich fragt, der fragt mich relativ wenig, dann sage ich ihm das manchmal oder auch nicht. Spielt für uns jetzt aber auch nicht so eine Rolle, muss ich sagen, so, dass wir uns nicht darüber definieren. Also wir sind jetzt sozusagen von der Wertung und von unserer Haltung her nicht so materialistisch eingestellt, dass das für uns jetzt wichtig ist. Und jetzt gerade verdiene ich auch mehr als er. Das kann sich aber auch wieder ändern. Gab auch mal Phasen, hat er mehr verdient, ne? Das ist mal so. Und ich finde das aber eigentlich total spannend, gerade als Frau von den Männern, wirklich mal zu wissen, was die verdienen. Also ich bin ja freiberuflich und ich frage auch viele Frauen und aber auch Männer, die freiberuflich sind, was die für zum Beispiel einen Stundensatz haben oder einen Tagessatz. Da frage ich total offen. Genau, aber das ist ja nicht der Kontostand, den Kontostand abfragen, sondern das ist ja ein Interesse, um zu sehen, wie der Markt vielleicht ist oder so, oder wie man, was man so für Sachen nimmt. Also einen Markt abzuchecken einfach, ja, Genau, also was für aber ich, Preise man nimmt. genau, und mein Freund, das ist natürlich, der ist auch freiberuflich, also finde ich auch spannend zu wissen, was der eigentlich dann verdient. Und da einfach so, ich finde, ne, das ist so ein bisschen der Punkt, je mehr ich mich damit auch auseinandersetze, desto vielleicht einfacher ist es für mich, in beide Seiten einmal zu verhandeln, aber auch andererseits mit meinem Freund, Partner, Partnerin darüber zu sprechen, was ich eigentlich verdiene und was viel oder wenig ist. Also ich finde, das ist schon wichtig, weil das hat natürlich auch Implikationen. Was führen wir eigentlich für einen Lifestyle? Stell mal vor, du hast ein Paar und die wohnen getrennt und irgendwann ziehen die zusammen. Und dann merkst du, okay, der hat ja gar, also der verdient ja gar nicht so viel, wie er mal gedacht hat oder wie er mal so dargestellt hat oder umgekehrt, ja. Da kommst du natürlich irgendwann an so einen Punkt, das ist, ja, aber so. Also, Entschuldigung mal, also wenn ich in einer Beziehung bin und an den Punkt komme in einer Beziehung, dass man zusammenzieht und man nicht nie, die ganze Zeit nie klar kommuniziert hat. Also, aber das erzählt doch viel, sehr viel über die Beziehung. Also können wir festhalten für diesen Punkt, auf jeden Fall sollte man über Finanzen reden. Und eher auch sozusagen guter Dinge, beziehungsweise so diesen, wie nennt man das, wohlwollend, vielleicht auch einfach sagen, hey, das ist doch vielleicht viel oder wenig oder das ist doch super oder kann ich dich da unterstützen oder oder was können wir uns leisten oder nicht. Also es ist doch für das gemeinsame Miteinander auf Paarebene und aber auch auf individueller Ebene viel besser darüber zu reden, oder?
Das nächste Thema, das wir als Tabuthema von euch identifiziert bekommen haben, ist Freunde, also der beste Kumpel, und auch Familie. Also einige haben auch, so, weiß, Michael lacht schon, haben auch gesagt, so, ja, der beste Kumpel von meinem Freund, also mit dem komme ich irgendwie gar nicht klar, weil das ist dann vielleicht auch so eine Art, keine Ahnung, der Freund kommt ursprünglich vom Dorf und ist jetzt irgendwie in die Stadt gezogen und dann ist da vielleicht auch einfach noch ein ganz anderer Zusammenhalt, eine andere Freundschaft, einfach von früher, ja, so die guten alten Zeiten. Das kennen wir vielleicht, oder nicht alle, aber viele kennen es vielleicht. Und auch natürlich die Familie, ja, die Familie des anderen, zum Beispiel, wenn man jetzt die Schwester oder den Bruder nicht mag oder die Eltern, das ist für viele auch so ein Tabuthema, also da offen zu sagen, so, fühle ich mich voll unwohl oder finde ich richtig bescheuert. Wenn du sagst, ich komme mit deiner Familie nicht klar, gerade also, sagen du das. Moment, ich gebe das ja nur weiter jetzt, ne? Also das ist jetzt ja, gar ja, nicht, was ich sage. Also hypothetisch, ach, wenn so du hypothetisch. Das hypothetisch sagen ja, würdest, ja. Nee, dann ist es natürlich ein Angriff. Also das stellt ihn ja in Frage und sein Leben oder seine Vergangenheit ja auch. Es war für mich immer ganz schwer, früher, wenn ich so Freunde hatte, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe und die dann mit Frauen zusammenkamen, zu denen ich überhaupt keinen Zugang hatte. Und ich habe mir immer gesagt, warum verstehe ich mich mit diesem Mann so gut und mit ihr überhaupt nicht? Also das ist so unlogisch gewesen für mich, aber inzwischen weiß ich ja, dass der Mensch vielschichtig ist und dass wir, also mein Freund und ich oder derjenige, wir triggern halt bei uns Dinge an, gemeinsame Interessenlagen, Haltung und die triggern untereinander halt ganz andere Dinge an. Ne? Und das Problem ist ja immer, man sieht den anderen ja nicht so, wie er ist, sondern man sieht den anderen halt, wie man ihn sehen möchte. Und das ist mit allen Menschen letztendlich so, ja. Und es gibt einen schönen Satz, ich bin mit ihr befreundet, weil sie deine Freundin ist. Okay. Das ist ja der Grund. Gut. Also heißt befreundet, also sie ist halt dann da. Aber hast du das denn noch offen angesprochen? Also du jetzt hast ja gerade über einen Freund geredet, ja. Wenn du mit einer Person zusammen warst und diejenige, keine Ahnung, komische Familie hatte oder eine seltsame beste Freundin oder einen besten Freund oder was auch immer, hast du das gesagt? Hast du gesagt, was du empfindest? Naja, ich bin ja auch so ein bisschen so ein ironischer Spötter. Also ich wenn da so Sachen aufgefallen sind mir, also irgendwelche Aussagen von diesen Familienmitgliedern oder Freunden, habe ich das gesagt. Mhm. Ja. Du darfst ja nicht dann die Leute total in Frage stellen. Kommen wir kurz ins Politische. Also das hat mir letztens einer erzählt, ja. Sie hat mit meiner sehr guten Freundin gebrochen, weil diese Freundin gesagt hat, wer AfD wählt, ist ein Nazi. Mhm. Und da hat sie mit ihr gebrochen. Und dann sage ich mir, Moment mal, auf was lässt das schließen? Mhm. Und dann da isoliere ich mich dann auch. Ja, also das ist mir zu krass. Oh Gott, ich merke gerade, eigentlich hat dieser Punkt einfach auch noch viel mehr Tiefen. Gerade auch so politische, andere politische Ansichten oder auch irgendwie Corona-Leugner gibt's ja auch, Impfgegner und so weiter. Das lassen wir mal weg. Ich würde es mal kurz fassen. Familie zu kritisieren finde ich immer schwierig, weil dafür kann man ja meistens nichts. Deswegen, genau wie du sagst, persönlicher Angriff. Bei Freunden, hatte ich es noch nie, dass ich Freunde von meinem Freund oder auch Ex-Freund richtig scheiße fand. Also höchstens, dass ich mal so eine Seite oder in einer bestimmten Situation an einem bestimmten Abend irgendwas total uncool fand. Da würde ich aber auch immer so, ich sag mal, das meinem Freund dann auch sagen, also das fand ich jetzt scheiße von dem, aber andererseits kann mein Freund ja auch nichts dafür. Und ich würde auch immer sozusagen gesund differenzieren und jetzt nie davon ausgehen, dass dann plötzlich nur, weil der Freund voll scheiße und asozial ist und meinetwegen Leute anpöbelt oder mit Sachen um sich wirft, dass mein Freund dann auch so ist, wenn die zusammen sind. Also so viel Vertrauen sollte man schon haben, aber ich finde es auch völlig, völlig in Ordnung, auch mal zu sagen, hör zu, also das fand ich jetzt von dem einfach nicht so cool oder ich persönlich finde es scheiße, wie der seine Freundin behandelt oder, ja, also gibt's ja tausend Beispiele. Ich finde, das kann man schon auch offen verhandeln, ne? Also weil das heißt ja nicht automatisch, dass dein Freund oder die Freundin auch genauso ist. Naja, vielleicht ist aber so genauso, wenn sie mit dieser Person zusammen ist, denn man wird ja dann auch zu einem etwas anderen Menschen einfach, ja. Ja, natürlich, das auf jeden Fall, ja. Aber das heißt ja nicht, dass automatisch diese, ich sag mal, Taten, wenn man irgendwie was beschissen findet, dann der Freund auch eins zu eins so macht. Das heißt, ich glaube schon, dass man auch ein Stück weit in alte Muster kommt. Also wenn ich mit meinen Freundinnen von zu Hause zusammen bin, dann sagen die auch oft,
Ach so. Ja, sag mal, jetzt hör mal auf, so zu reden, ja, wenn ich dann mit irgendwelchen Anglizismen komme oder so. Und dann merke ich auch so, ja, stimmt. Und dann rede ich schon auch ein bisschen anders. Also dann bin ich auch ein bisschen vom Typ her anders. Also dann lasse ich vielleicht aber eine Seite, die ich auch in mir habe, logischerweise, weil sie ja zu mir gehört, so ein bisschen mehr raus oder unterdrückt eine andere Seite so ein bisschen mehr. Das ist natürlich dann auch spannend, wenn Karl dabei ist, der das dann auch beobachtet. Aber der kann das dann auch auf diesen Kontext rückschließen, ne? Und wird jetzt nicht irgendwie automatisch denken, oh Gott, jetzt ist er verzaubert, ja. Und das ist ja auch so. Aber das ist, da haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen, aber ich erzähle es jetzt mal für euch alle hier nochmal. Einmal habe ich dich angerufen, da warst du irgendwie mit deinen Mädels unterwegs. Und du hattest eine ganz andere Art zu sprechen. Echt? Also es war dieses schneller, so ein bisschen unverbindlicher, dieser, ich nenne das jetzt mal, ich mache was mit Medien. und ich habe keine Zeit. So war das ungefähr. Also das meinten vielleicht auch deine Freundinnen aus der alten Heimat. Moment, ich überlege gerade, ich weiß, welche Situation, da waren wir beim Grillen nämlich, da waren wir grillen abends und da hast du angerufen, aber das war nur, weil ich gefühlt einfach in dem Moment sein wollte und dann war ich so kurz angebunden und wollte das Gespräch schneller beenden. Und ich habe daraus geschlossen, dass ihr euch die ganze Zeit so unterhaltet. Nein. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Im Gegenteil, deswegen war ich gerade verwirrt und dachte so, nee, auf gar keinen Fall. Also von denen, die sind alle Lehrerinnen, da hat gar keiner irgendwas mit Medien zu tun. Also nee, die reden ganz anders. Also die verstehen jetzt, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwelche Anglizismen aus der Startup-Branche verwenden würde, dann würden die überhaupt gar nichts verstehen, was sagen. Nee, das lag nur an dir. Mhm. Das war das falsche Timing, ja. Michael. Ich war zum Beispiel mal mit einer Frau zusammen, die hatten Kinder. Und wenn sie sozusagen mit den Kindern unterwegs war und dann haben wir uns kurz danach getroffen, hatte sie teilweise noch diesen Sprech drin. Ja. Als würde sie halt mit den Kindern sprechen. Okay. Was auch sehr seltsam war für mich. Und ich dachte, das wäre sowas auch. Aber das haben wir es ja wieder erklärt. Raumkommunikation ist wichtig. Genau, wir haben auch der nächste Punkt, über den haben wir eigentlich schon indirekt gesprochen. Und zwar alte Beziehungen und Affären. Ist laut unserer kleinen Umfrage ein Tabuthema, über das viele nicht so gerne in ihrer aktuellen Beziehung sprechen. Echt? Ja. Habe ich nie das Problem gehabt. Das glaube ich dir sofort. Also okay, wenn ich jetzt so darüber sprechen würde, oh Gott, warum hat es nicht geklappt, dann würde ich es natürlich verstehen. Aber es sind ja dann eher so, ich erzähle es dann so anekdotisch irgendwas oder so. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Und es ist meistens ja auch schon ein paar Jahre her. Und ich glaube, das sollte man schon machen, weil das ja auch einen selbst erklären kann für den anderen. Also dann können die Leute nicht immer sehen, warum man so tickt, wie man tickt. Ja. Weil die Beispiele, die man erzählt, sind ja meistens Beispiele, die einen geprägt haben. Mhm. Ja, auch über diese Person hinaus, über diese Ex-Partnerin hinaus. Ja. Weiß ich nicht. Also das zeugt von viel eigener Unsicherheit. Oder der Mann oder die Frau erzählt hat von dem Ex, als würde sie dann noch nachtrauern oder so. Genau. Und das dann verstehe ich es natürlich. Das verstehe ich auch, ja. Ja, das wäre natürlich dann grenzwertig. Ich sehe es genau wie du. Ich kann da gar nicht so viel hinzufügen. Um gewisse Situationen, gerade in der Anfangsphase oder sagen wir in Situationen ein bestimmtes Verhalten zu erklären, finde ich das total gut, dass man das einfach mal vielleicht danach nochmal bespricht und sagt, du hör zu, du hast dich irgendwie 10 Stunden nicht gemeldet. Das war bei mir so ein Trigger, weil mein Ex-Freund hat das auch mal gemacht und ich habe dann hinterher herausgefunden, dass der mich betrogen hat. Das ist vielleicht so ein bisschen erklärend, auch wenn man natürlich weiß, mein aktueller Freund tut das jetzt nicht. Aber gutes Beispiel. Genau, ist also, mir nämlich passiert. Ja, weil mein Ex-Freund, der hat mich mal betrogen, der hatte eine Affäre und monatelang. Ja, stimmt. Bisschen länger. Die sind auch immer noch zusammen, also es hat sich scheinbar gelohnt. Liebe Grüße an der Stelle. Aber dann wär's denn mit Karl jetzt nicht zusammen. Ganz genau, und das ist, das sollte so sein. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank nochmal. Und ich finde es irgendwie auch spannend, so ja offen wirklich auch darüber zu reden. Auch nicht es zu zerreden. Also wenn ich jetzt sagen würde, so, oh mein Ex-Freund, der konnte so gut kochen. Also der hat das immer ein bisschen anders gemacht. Also der hat immer noch, ich weiß nicht, so einen kleinen Twist in das Gericht reingebracht. Ach so eine Vergleichsnummer ist ja natürlich auch. Nee, sage ich ja gerade. Das würde ich auf gar keinen Fall natürlich machen. Also abgesehen davon, nur denken. Stimmt. Nein, noch nicht mal das. Oh, ich konnte so gut kochen. Und also genau, können wir, glaube ich, dabei belassen. Aber das finde ich spannend. Hast du das denn zum Beispiel, da kommen wir zum nächsten Thema. Nehmen wir mal Hygiene und Körpergeruch. Ist auch bei vielen Thema. Vielleicht auch, dass man denkt so, also mein Ex-Freund oder die Affäre, der hat immer so ein bisschen besser gerochen.
Hattest du schon mal sowas? Also bei einer Frau, Ex-Freundin von dir? Nein, ich denke dann auch nicht daran, oh, sie hat besser gerochen, die Ex hat besser gerochen, sondern wenn das Problem konkret ist, ich hatte das, glaube ich, zweimal. Also ich rede jetzt nicht von Parfum oder so, ich rede oder von Schweiß, sondern nicht, also von Ungepflegtheit, sondern ich rede von Intimgeruch. Das hatte ich bei zwei Frauen, sondern das hat nicht mit meinen Geruchszellen harmoniert irgendwie oder Geruchsempfinden. Und Was war denn aber das da? waren halt auch Affären, Also ne? das Und ich ist habe das auch nicht angesprochen. okay, das hast du nicht angesprochen. Wenn es eine feste Beziehung wäre, aber das hatte ich nicht. Aber das ist schon, es kann ja sein, dass es nicht zu ändern ist. Ja, das ist ein guter Punkt. Und das ist ein super Angriff dann, ne? Also das legt sich auf die Beziehung. Ja, man sagt ja immer, wenn man Dinge ändern kann, sollte man die sofort ansprechen. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Gefühl hat, in dem Moment stinkt mein Freund nach Schweiß, weil er vorher joggen war. Und jetzt müssen wir noch kurz einkaufen oder irgendwas. Dann kann man ja mal kurz ein Deo verwenden und das auch sagen. Aber wenn er immer stinkt, na, das wäre schwierig. Das ist bei mir zum Glück nicht der Fall. Also da bin ich sehr glücklich. Da bin ich sehr glücklich. Das muss ich nochmal betonen. Der Also wirklich. reinliche. Nee, Obwohl der also. davor war, der hat besser gerochen, oder? Nee, Nee, der hat oder ein ganz schlechter? ekliges Parfum. Nee, wirklich. Und auch der davor. Ich habe sehr viel Glück mit Karl. Also ich liebe den Eigengeruch von ihm, wirklich. Ich habe jahrelang gar kein Parfum genommen mehr, weil ich den Geruch von Cremes viel besser fand. Oh, ich Als weiß, wäre welches sie für Parfum hat. mich zusammengestellt worden. Michael, wir waren noch einmal was Was? trinken vor, ich weiß nicht, 6 Wochen oder so. Und da hast du dich schön eingedieselt mit dem Nee, Parfum. ich habe zu viel. Für mich. Ich habe festgestellt, bei mir ist es. Das war's. Mehr darf es nicht sein. Das ist zu viel. Eingedieselt. Eindieseln ist 5 Sekunden raufhalten. Links und Wie bei rechts. so einem Das ist alten eindieseln. Impuls-Deo. Ja, Impuls-Vanille. Yeah, noch ein bisschen. Weil es so gut riecht. Kindheitserinnerung, Teenagererinnerung. Ja, es ist nochmal zurück zum Thema. Ganz schwierig, finde ich. Also wirklich, was machst du denn, wenn sich der Geruch auch vielleicht mit der Beziehung verändert? Vielleicht ist ja auch jemand krank. Angenommen, du hast ein Darmproblem, das riecht man ja auch im Mund. Das war übrigens eines der Top-Schlussmachgründe, dass viele tatsächlich gesagt haben, Morgengeruch und Intimgeruch war bei vielen der Grund, weswegen der Mann meistens weggegangen ist und gesagt hat, tschüss. Aha. Ja, es war eine Podcast-Folge Aber das ist davor. ja, na, okay, das ist jetzt, das meine ich mit Intimgeruch, ne? Das ist schon eine, Aber man sagt ja auch, sich wie riechen ändert man können. Ja, sowas? das ist so was, das Genau. ist natürlich was Chemisches auch. Absolut. Also das hat was unterbewusst Chemisches, das können wir gar nicht steuern. Aber es gibt natürlich auch, ich sag jetzt mal, einen Geruch und einen Geruch. Also auch da weiß ich nicht, ich bin kein Arzt, ich kann das überhaupt nicht, oder Chemiker oder was, ja, ich kann das jetzt nicht herleiten, woran das liegt, warum man jemanden nicht riechen kann. Also ich bin mir sehr sicher, das hat was mit Hormonen zu tun, aber Der unbewusste Geruch, der auch in dem Roman Das Parfum so schön behandelt wird, also da geht es um Fortpflanzung, wie gut der Genpool der anderen Person ist und wie sich das ergänzt, ob das praktisch dann passt. Ja, das stimmt. Da gibt es Thesen, dass darüber nur die Attraktivität oder die Sympathien transportiert werden. Ja. Und das wird ja alles mit Parfum überdeckt, wenn man sich da so wie ich immer so eindieselt. Dann riecht man das ja nicht mehr, wenn Du man so alter Diesel, eingedieselt du, ist. ja. Ja, das ist eine schwierige Geschichte. Geruch finde ich finde aber auch, und ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte hier schon mal im Podcast erzählt habe, das hat jetzt nichts mit einem Ex-Freund oder Ex-Freundin zu tun, sondern mit einer Ex-Arbeitskollegin. Ich saß mit der in einem Büro und wir waren zu dritt. Und sie war quasi neu, die neue Dritte im Bunde. Und die Kollegin und ich, die schon länger in dem Büro waren, wir waren irgendwann nach ein paar Wochen, hatten wir so extreme Kopfschmerzen und mir war das voll unangenehm, weil ich für mich dann irgendwann rausgefunden habe, ich glaube, das liegt an der neuen Person, die im Büro sitzt mit uns. Haben wir beide rausgefunden und untereinander ein offenes Gespräch geführt, ob wir das beide gleich ähnlich empfinden. Und dann haben wir gesagt, ja. Und dann haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt? Wir können die ja nicht einfach vor die Tür setzen. Und dann habe ich meine Chefin angesprochen und gesagt, sag mal, kannst du dir das sagen? Da meinte sie, nö, das müsst ihr selbst machen, das müsst ihr lernen. Und ihr sitzt ja mit denen im Büro, mit ihr im Büro und deswegen könnt ihr das auch selbst ansprechen. Naja, es ist darauf hinausgelaufen, dass ich angesprochen habe, bei dieser neuen Kollegin, die im Büro saß bei uns, dass wir finden, dass sie stinkt. Also es war wirklich ein Stinken. Und ich habe sie auf einem Freitagnachmittag zur Seite genommen. Und sie hat zwei Kinder und ich habe dieser Frau, die auch 10 Jahre älter ist als ich,
gesagt, du stinkst. Ich habe es natürlich anders umschrieben. Das ist jetzt, klingt lustig, aber das war für mich in dem Moment. Nein, nee, ist total unangenehm. Ich fand es richtig. Das muss total unangenehm gewesen sein. Aber sie saß da und hat gesagt, boah, ich finde es so toll, dass du mir das sagst, weil ehrlicherweise, ich weiß, mir ist das voll unangenehm und ich habe das dann auch begründet mit den Kindern vielleicht, ne, weil man weiß ja jetzt auch nicht, ob das irgendwie vielleicht auch ein Schimmelpilz zu Hause ist oder so, ne. Ich habe dann solche Sachen aufgemacht, dass man das vielleicht mal untersucht, weil das ist natürlich auch krankheitsgefährdend und gesundheitsgefährdend und vielleicht für die Kinder auch blöd, wenn die im Kindergarten sind, weil Kinder sind ja auch grausam und so, ne. Sonst heißt es hinterher, ah, die stinkt und so. Oder ich möchte nicht zu dir nach Hause, weil da stinkt es. Naja, und dann hat sie über das Wochenende, mit Freunden telefoniert. Und mit wem? Mit Freunden von sich und hat die gefragt, ob die das auch so finden. Und dann haben die gesagt, ja, finden wir auch. Und dann hat sie gesagt, warum sagt mir das denn keiner? Wenn sie, ja, es war uns ein bisschen unangenehm und so. Und das fand ich echt krass, ne? Also, dass ich der dann gesagt habe, und dann hat es dazu geführt, dass rausgefunden wurde, dass die eine Ölheizung haben und die haben die Wäsche immer irgendwie im Ölkeller, Ölheizungskeller. Also hat die Wäsche gestunken. Die Wäsche hat gestunken. Dann haben sie das nämlich einmal umgeändert, so. Und dann sind sie aus dieser Wohnung ausgezogen. Das heißt, das hat einen riesen Rattenschwanz nach sich gezogen, dass sie wirklich alles in Bewegung gesetzt hat, um aus dieser Wohnung. Dass du gesagt hast, du stinkst. Ich habe es natürlich anders und liebevoll formuliert und sehr, sehr wohlwollend. Es kann auch gut sein und deswegen würde ich auch jeden empowern, wenn man das Gefühl hat, der oder diejenige kann es verändern, dann auch was zu sagen. Auch bei Freunden. Gilt auch bei Freundinnen und Freunden, finde ich. Ne? Na, Mundgeroch, ganz schwieriges Thema. Ja, das liegt am Darm. Das liegt am Darm. Auch mangelnde Mundhygiene. Ganz viel kommt vom Darm. Ganz viel einmal die Ernährung überprüfen. Vielleicht mal eine Darmsanierung machen. Nee, das ist natürlich jetzt eine Ferndiagnose, ne? Also gar keine Ahnung, aber ich habe das tatsächlich. Die Meisterin der Ferndiagnose. Ich habe das mal recherchiert. Hat gesprochen. Komm, wir gehen mal weiter zum nächsten Punkt. Und Michael, noch ein Thema, was ich auch noch wichtig finde zum Thema Hygiene und Körper, ist ja auch zum Beispiel Menstruation. So ein bisschen die Überleitung zwischen dem Hygiene- und Körperthema, aber auch dem nächsten Thema, das ist nämlich das Sexleben, dass Menstruation auch ein Tabuthema für viele ist. Aber Menstruation, ist das bei dir ein Thema? Hast du da mit deiner Ex-Partnerin drüber geredet? Wir haben darüber gesprochen, wenn es zur Sprache kam. Und es kam nicht von mir zur Sprache. Das stört mich ja nicht. Nee, es war eher ein Problem der Frauen. Okay. Also die meisten Frauen haben gesagt, es ist mir unangenehm jetzt einfach. Ich habe meine Tage, ich möchte in der Zeit keinen Sex haben. Und du aber so und doch. Ich, ja klar. Jetzt erst recht. Kein Problem. Nein, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe irgendwann mal irgendwo gelesen, dass in der Zeit der Menstruation die Frau viel empfindungsfähiger ist. Empfindungsfreudiger. Also, dass der Sex halt viel intensiver ist für sie und sie es viel mehr genießen kann. Und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber daran muss ich immer noch denken. Also darum habe ich das also auch nie als Problem gesehen sozusagen, ja. Ja, wir haben ja auch in der Intro schon kurz über das Thema Menstruation gesprochen. Und das ist für viele tatsächlich noch ein Tabuthema. Also das ist auch so, wenn ich mit meinen Freundinnen spreche, es ist besser geworden, sage ich mal. Aber für viele ist es wirklich in der Beziehung noch wirklich ein Tabuthema. Weil es ihnen unangenehm ist. Weil es uns es ist ihnen Frauen, unangenehm. Weil sie vor der, genau, weil die Reaktion der Männer, sie wollen nicht, dass der Mann dann sagt, oh, ist ja, ja eklig oder so. Anders kann ich mir nicht erklären. Ja, ich glaube, da gibt's definitiv welche. Ich glaube, mittlerweile vielleicht, aber ist es vielleicht ein bisschen besser geworden, Fragezeichen, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass ich durch diesen allgemeinen Diskurs, dass es viel mehr Produkte zum Beispiel auch gibt, Menstruationsprodukte, über die man einfach viel mehr liest, viel mehr erfährt, auch Männer vielleicht viel mehr sich mit diesem Thema unweigerlich durch eine Partnerin oder sagen wir durch einen Partner, der oder die menstruiert, auseinandersetzt, ist das Thema ja viel präsenter. Also ich finde, es ist nicht mehr so tabu behaftet, wie es jetzt vielleicht früher war, als ich aufgeklärt wurde. Also da merke ich zumindest einen ganz, ganz, ganz großen Unterschied. Und es liegt natürlich auch immer so ein bisschen daran, was ich viel spannender finde, ist auch damit so die Hormone, also mit der Menstruation die Hormone zu erklären und dann auch die unterschiedlichen Stimmungen. Also für mich hängt da ganz viel noch dran an der Menstruation. Und auch da kann ich gar nicht sagen, also trifft auf mich nicht zu, wir reden auch sehr offen drüber. Ich weiß aber von Freundinnen, dass denen das unangenehm ist und dass die eine
Hemmung haben. Und da kann ich auch bestätigen, dass es eher von den Frauen kommt, die so ein bisschen eher das Gefühl haben, ah, es könnte unangenehm sein für den Partner. Aber das kann ich auch nicht pauschalisieren. Also finde ich schwer. Habe ich nicht so eine hundertprozentig eindeutige Meinung irgendwie dazu. Ich würde mich sehr freuen, wenn alle Männer, so wie du, Michael, so offen und selbstverständlich mit diesem Thema umgehen. Ich glaube, dann wird uns Frauen auch, oder zumindest allen, die menstruieren, sehr entgegenkommen. Entgegengekommen. Wer denn? Naja. Aber wir wissen ja, was du meinst, Marie. Das ist das Schöne. Jetzt tu mal nicht wieder so, Marie hat sich jetzt wieder verhaspelt. So, nein, hat sie nicht. Du hast dich in deinem Satz ein bisschen verheddert. Ich habe einen Kettensatz. Passiert mir auch manchmal. Kettensatz gebaut. Ja, stimmt. Das kann am besten passieren. Wie Edmund Stoiber. Kann am besten passieren. Edmund Stoiber. Der denkt immer schneller, als er spricht, weil er nie irgendwie einen Rhetoriktrainer hatte. Und darum guckt er nie so souverän, sondern so hastig. Und dann hat er sich mal so verheddert in seinen Sätzen. Also, Menstruation, ganz wichtig, darüber zu reden, können wir festhalten. Auch vor allen Dingen über Produkte. Also, wenn ich jetzt auch sagen würde, Karl, bitte kauf mir mal, wenn ich gerade nicht meine Ujas trage, Tampons oder wasch mir meinen Menstruationscup aus, würde er wahrscheinlich kurz einmal sagen, okay. Und würde es aber tun. 100 Euro. Komm, wir machen eine Wette. 100 Euro würde er auf jeden Fall machen. Na klar. Auf jeden Fall. Er ist dir erhörig. Ja, natürlich. Auch das. So, und dieses Thema, da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, kann auch das Sexleben beeinflussen. Der nächste Punkt ist Sexleben oder auch sexuelle Unlust. Und ihr Hörerinnen und Hörer habt geantwortet, dass das Thema Sex im Allgemeinen, vor allen Dingen auch mit Ex-Partnern, ein Tabuthema ist in einer aktuellen Beziehung, aber auch die aktuelle sexuelle Unlust. Ja, weiß ich nicht. Also Sex mit einem Ex-Partner so ist schon ein sensibles Thema. Ja. Also was will man da, was will man da erzählen? Ja. Aber ich hatte zum Beispiel eine Sache, also das ist ja wirklich eine kleine Anekdote, die schon ein bisschen drastischer ist. Und zwar hatte ich relativ am Anfang, als ich in eine Beziehung gekommen bin, hat mir meine Freundin unmissverständlich erklärt, dass ich sie beim Sex nie zum Orgasmus kriegen werde. Sie wird, wenn wir schon miteinander schlafen, nie zum Orgasmus kommen. Und dann habe ich gefragt, warum? Und dann hat sie mir erklärt, dass sie seit Jahren eine Zahnbürste zweckentfremdet hat, eine elektrische, hat so irgendwie sich so einen kleinen Aufsatz gebastelt und damit masturbiert. Mhm. Und dadurch ist sie so überreizt, dass ein menschliches Organ gar nicht mehr in der Lage ist. Und das war jetzt interessant, weil du musst jetzt mal dich in meine Lage versetzen. Es ist der Anfang der Beziehung gewesen. Und es wurde mir gesagt, der Sex mit uns wird nicht eine gewisse Qualität überschreiten können. Oh Gott. Ich habe das dann kurz mal angesprochen, es muss doch irgendwie möglich sein. Also mit irgendwelchen Hilfsmitteln oder so. Das war für sie aber ein Tabuthema und es war ihr unangenehm, darüber zu sprechen. Okay. Und dann haben wir gar nicht mehr darüber gesprochen. Ist ja auch blöd. Und ja, das ist eine ganz komische Situation. Also, ne, ich hatte immer im Kopf, dass sie den Sex gar nicht so richtig genießen kann. Mhm. Und das hat sich sehr auf unser Sexleben gelebt. Und da kommen wir zum Thema sexuelle Unlust, denn irgendwann konnte ich gar nicht mit schlafen. Mhm. Hast du ihr gesagt, habt ihr da offen auch drüber geredet? Genau, und ich konnte es nicht zuordnen, woran es lag. Okay, ja. Und habe mir da immer so Sachen überlegt. Da kamen schon ein paar Sachen zusammen, aber das war, diese erste Sache war auf jeden Fall eins. Es war eine sehr problemorientierte Beziehung. Das ist für mich immer ein bisschen schwierig, weil ich verbinde dann auch beim Sex die Person mit diesen ganzen Problemen. Mhm. Und da kann ich mich da auch nicht so richtig fallen lassen dann irgendwann. Und das ging dann irgendwann auch auseinander. Ich finde, gibt ja auch viele, die haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die auch Orgasmen oder sowas vortäuschen. Und das finde ich auch immer total eigentlich Selbstbetrug an sich selbst. Also auch über sowas zu sprechen ist auch, finde ich, voll wichtig. Und das muss ja auch nicht immer an dem Partner liegen. Es liegt zu 90% der Fälle an einem selbst, dass man einfach mal gerade nicht in der Stimmung ist. Und ich finde, je offener man damit umgeht und auch einfach den Partner, Partnerin sensibilisiert, dass man zum Beispiel, wenn man seine Tage hat, vielleicht nicht so eine Lust hat oder gerade eine super starke Lust hat. Übrigens, wenn man Periodenschmerzen oder PMS hat, ist Sex eigentlich super gut, weil Sex nämlich die Muskulatur entspannt. Das heißt, die Krämpfe werden weniger. Also eigentlich hat Sex während der Menstruation viele Vorteile und reduziert auch Stress. Also das ist schon, macht auf jeden Fall Sinn. Aber es macht meiner Meinung nach keinen Sinn, gerade über Vorlieben, ne, alles, was man wirklich so selbst steuern kann und aktiv einfordern kann, irgendwie nur zu Liebe des Partners zu machen oder nicht zu machen. Das finde ich ganz
finde ich nicht gut. Also ich finde, da kann man auf jeden Fall offen drüber reden, weil Sex ist definitiv eine der wichtigsten Ebenen in einer Beziehung. Und Masturbation gehört auch für viele dazu. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Hast du mit deinen Partnerinnen über Masturbation gesprochen? In früheren Beziehungen nicht, aber jetzt in den letzten haben wir darüber gesprochen. Mhm. Ja, es gehört ja auch zur Sexualität dazu. Und und das sieht auch keiner mehr als Angriff gegen, also wer das als Angriff gegen die eigene Person sieht, der hat ganz krasse Probleme mit sich selbst auf jeden Fall. Aber guck mal, Michael, das ist auch wertend, weil wir wissen auch nicht, was die uns das geschrieben haben, für eine Erfahrung damit gemacht haben. Es kann auch mal sein, dass man es mal irgendwann in einer alten Ex-Beziehung angesprochen hat und der oder die Partnerin hat dann einfach scheiße reagiert. Und was weiß ich, also ich glaube, man muss da auch schon immer so ein bisschen vorfühlen. Und auch da kann man nicht pauschalisieren, aber es macht vieles einfacher und man kann vieles einordnen. So, und der letzte Punkt, Grundsätzliches. Wenn man Zweifel an der Beziehung hat, wenn man zum Beispiel grundsätzliche Werte verheimlicht oder nicht anspricht oder teilt oder Vorstellungen von dem gemeinsamen Leben, wie zum Beispiel Kinder, zusammenziehen, heiraten oder nicht heiraten, andere Wünsche und Bedürfnisse, wenn man die nicht teilt, dann ist es schwierig. Ja, haben wir als Nachricht noch bekommen. Wollte ich nochmal hinterher schießen. Ja, aber was ist das für eine Beziehung dann? Ja, das sind ja nur Sachen, die man schon in einer Beziehung vielleicht auch klären sollte. Ja, denn auf jeden Fall. Das macht ja Beziehung aus, dass man sich sagt, okay, wir haben irgendwie ein mittelfristiges Ziel. Mhm. Gibt doch den schönen Satz, es geht, dass man so in die gleiche Richtung guckt. Es in der Beziehung geht nicht darum, sich anzugucken, sondern in dieselbe Richtung zu gucken. Mhm. Und diese Richtung sollte man erstmal gucken, ob das überhaupt dieselbe Richtung ist. Ein sehr schönes und Bild. Eigene Bedürfnisse zu formulieren, ist natürlich auch wahnsinnig wichtig. Nur das Problem ist da wieder, dass die meisten Leute ja ihre Bedürfnisse gar nicht so richtig kennen. Ja, obwohl sie der Meinung sind, sie kennen sie. Das ist ein anderes Thema. Das ist ein ganz großes anderes Thema. Ich habe aber zum Beispiel jemanden getroffen, neulich, die hat einen Freund und die meinte dann so, ja, wir waren dann irgendwie ein halbes Jahr zusammen oder ein Jahr und dann war bei mir so das, die Frage auch mit Kindern irgendwie da und er hat dann aber gesagt, nö. Wir haben vorher schon über Zusammenziehen und so gesprochen. Das war für sie dann in dem Moment so, oh, scheiße. Und dann waren die auch kurz getrennt und sind jetzt aber wieder zusammengekommen. Und ich glaube, sie hofft so ein bisschen darauf, dass er irgendwann sagt, ja, ich habe doch Bock auf Kinder, weil sie kann sich das auf jeden Fall vorstellen. Und deswegen, das ist schon, finde ich, ein grundsätzliches Thema, ne? Und jetzt gerade reden sie gar nicht mehr darüber, über das Thema. Das finde ich halt schwierig. Gar nicht zu wissen, woran man ist und da auf jeden Fall ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist, finde ich ganz, ganz wichtig. Gerade bei so grundlegenden Vorstellungen, Bedürfnissen und Wünschen ist es ganz wichtig, darüber zu sprechen, auch wenn es weh tut. Ja. Michael, das war eine ganze Menge. Ich schlage vor, wir machen eine Episodenfrage. Bevor ich diese Episodenfrage stelle, machen wir so, dass wir vielleicht mal ein kleines Resümee ziehen. Zu den Tabuthemen. Es sollte keine Tabuthemen geben. Es geht eher darum, wie man mit diesen Tabuthemen umgeht, also wie man darüber spricht. Mhm. Das ist das Wichtige. Mhm. Es ist wie mit Konflikten, auch in Beziehungen. Es geht selten um den Konflikt, sondern es geht darum, wie man sich in dem Konflikt begegnet. Und ich glaube, das kann man genau auf Tabuthemen auch legen. Mhm. Denn es sind ja offensichtlich Themen, die den oder diejenige beschäftigen und die auch angesprochen werden sollten, damit man sich besser kennenlernt oder mit besser miteinander umgehen kann. Und insofern ist das schon wichtig, darüber zu sprechen. Mhm. Entscheidend ist nur, wie. Auf jeden Fall stimme ich zu. Und ich glaube, das Nicht-Ansprechen oder Ansprechen sagt auch mehr natürlich über sich selbst aus, über die Person, die es eben tut oder nicht tut, als über den Partner. Und ich glaube, da sollte man auch so offen und fair sein und die Reaktion wirklich dem anderen dann überlassen, wenn man das Thema angesprochen hat. Ich glaube, so ein bisschen Abwägung gehört dazu, auch so Zeitpunkt, wann ist der richtige Zeitpunkt, ein bestimmtes Thema anzusprechen. Aber grundsätzlich, denke ich, können und sollten alle Themen besprochen werden. Also genau wie du auch gesagt hast, ja. Was ist denn die Frage der Woche? Welches Tabuthema wir nochmal in einer kompletten Episode genau eingehend besprechen sollten? Also, wir haben jetzt, ich weiß nicht, wie viel waren es denn, 6 Themen oder 5 oder 6 Themen? Wir haben über Finanzen geredet, Gehälter, Freunde und Familie,
alte Beziehungen und Affären, Körperhygiene, das Sexleben und grundsätzliche Themen. Das sind 6 Themen und wir machen so eine kleine Umfrage und ihr könnt uns aber natürlich trotzdem auch eure Erfahrungen, Berichte, Meinungen zu diesen Tabuthemen auch nochmal schicken und sagen, welches wir nochmal expliziter behandeln sollen, weil ihr gemerkt habt, boah, da brodelt's in mir, da gibt's noch so viele Sachen zu besprechen, dann schickt uns das sehr gerne an podcast@michaelnass.com oder auch auf Instagram oder auch als Sprachnachricht auf Instagram. Ja, es ist alles erlaubt. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Ja. Und haben wir noch irgendwas hinzuzufügen? Nein. Außer? Dass wir bei Instagram sind, ja, das genau. Wurde jetzt schon klar, eben in deinem Ausführung. Ich wollte genau. Generation Beziehungsunfähig, Marie Raumer und Michael Nast. Ihr könnt uns folgen, ihr könnt uns schreiben, ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken. Die gesamte Palette der Kommunikationsformen steht euch offen. Meldet euch, denn wir brauchen euch. Eure konkreten Probleme sind unsere Inhalte, die wir dann sezieren, analysieren genau. Und so weiter. Und ihr könnt uns auch sehr gerne. Genau. Ihr könnt uns auch bewerten auf Spotify und Apple Podcast und auf alle. Und ihr könnt es auch sehr gerne bewerten und folgen auf Spotify und Apple Podcast und auf allen anderen. Und wenn ihr genau Fragen habt, meldet euch. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid, hoffentlich in der nächsten Woche. Und wünschen euch erstmal eine schöne Zeit. Viel Spaß beim Hören, viel Spaß beim Diskutieren. Und ja, habt's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.